Sally! Hi! Hi. Isolation im Kinderzimmer. Tag 5 für Hanna und Christoph. Hier ist Hanna gerade am Puzzeln. Bei Hanna gab es gerade einen Gemüseteller. Hanna, wie geht's dir heute? Sehr gut. Angesteckt haben sich die beiden Studierenden an Weihnachten bei Freunden. Eigentlich wollten sie Urlaub machen in Paris. Jetzt sind sie im Elternhaus von Christoph gestrandet. Hausarrest seit Silvester. In Baden-Württemberg gilt, wer sich mit der Delta-Variante infiziert hat, kann sich nach 7 Tagen freitesten. Wer sich mit Omikron infiziert hat, muss für 10 Tage in Quarantäne. Freitesten geht nicht. Für Kontaktpersonen der Delta-Variante gibt es keine Quarantäne. Kontaktpersonen der Omikron-Variante müssen 2 Wochen in Quarantäne. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Hanna und Christoph wissen nicht, mit welcher Variante sie sich angesteckt haben und wie sie sich jetzt verhalten müssen. Ich habe keine Informationen vom Amt, auch keine Informationen vom Labor, also keine zusätzlichen, außer dem positiven PCR-Ergebnis. Dementsprechend, ich hab keine Ahnung. In Laboren, wie zum Beispiel in diesem in Freiburg, könnte Christoph Klarheit bekommen. Aber das Personal ist überlastet und kommt mit dem Auswerten nicht hinterher. Auf Nachfrage teilt das Labor mit. Im Labor MVZ Klotten werden entsprechend der vorhandenen Kapazitäten 20-25% der positiven Tests per Zufallsprinzip auf die Virusvariante hin untersucht. Das heißt, bei rund 3/4 der Tests ist nicht klar, welche Virusvariante vorliegt. Omikron-Infizierte könnten sich also früher als erlaubt freitesten und andere gefährden. Der Leiter des Landesgesundheitsamtes sagt dazu: Letztendlich liegt natürlich hier eine Situation vor, wo Sie nicht ausschließen können, wenn jemand nicht näher analysiert wird oder keine Omikron-spezifische PCR durchgeführt wird, dass ein solcher Fall entgeht. Das können Sie natürlich nicht ganz ausschließen. Christoph und Hanna wollen noch 2 Tage in der Kinderzimmer-Quarantäne bleiben und sich danach hoffentlich freitesten und den ersehnten Paris-Urlaub vielleicht nachholen.